Ich schmerz euch sehr, nicht wahr? Möge ihn Gott davor bewahren, sein Versprechen nicht zu halten. Dann werde ich ihm Türke und Heide sein und die Stunde verfluchen, da ich ihm begegnet bin. Irosana. Ich habe so lange darauf gewartet, dass wir uns wiedersehen. Viele hundert Mal habe ich mir vorgestellt, wie das sein wird. Weil ich euch... Ich wollte euch nur nicht sagen... Wenn wir uns hier wieder begegnen. Schlagen werde, während du den Helden spielst, in Persien. Ja, Sinan Pascha, das habe ich geglaubt. Du warst es, der ihn zum Sultan gebracht hat. Daran wirst du dich hoffentlich erinnern. Es ist viel Zeit vergangen, aber ich habe es nicht vergessen. Morgen wirst du dich von deiner Schuld reinwaschen. Allah möge uns helfen. Was ist das für ein Gesäuer? Gleich mit mir. Wir befinden uns hier in einem Sumpfgebiet. Himmlischer Vater, stehen zwei. Verzeiht, Herr, ich habe eine Bitte. Wollt ihr vielleicht, dass ich euch zum Bischof mache? Nein. Ich möchte bei unserem Herr bleiben. Hoffentlich bereut ihr nicht eines Tages, dass ihr euer Schicksal mit dem meinen verbunden habt. Gott ist gerechter, hochwürden und zuverlässiger. Möglich, aber es ist mein Wunsch. Vater, rate, wer hier ist. Stanka, wo kommst du her? Ich habe 300 Reiter aus Oltenia mitgebracht. Ich weiß, wie sehr du sie benötigst. Du bist ein tapferes Weib, Stanka. Furchtlos und tapfer wie immer. Wir haben einen schweren Tag vor uns. Geh schlafen, mein Junge. Du siehst so besorgt aus. Nein, ich bin enttäuscht. Sie haben mich im Stich gelassen. Ich habe mich erniedrigt vor dem doppelzüngigen Sigismund, weil ich mir gesagt habe, auch er ist ein Christ. Und weil wir einander gegen den türkischen Ansturm brauchen werden. Aber ich habe mich getäuscht. Du kennst doch unser altes Sprichwort. Lieber offene Feindschaft als verlogene Freundschaft. Wo hast du sie noch aufgetrieben, diese 300 Reiter? Ich habe sie überall zusammengelesen. Dann habe ich Waffen gekauft und für jeden ein Pferd. Michael, würdest du mir eine Bitte erfüllen? Glaubst du, dass ich etwas für dich tun kann, Stanka? Ja, du kannst sogar sehr viel tun. Du weißt... Nikolai! Ja, es geht mir um ihn. Lass mich ihn von dir fortschaffen. Gott allein weiß, was uns der morgige Tag bringen wird. Wir haben nur den einen Sohn. Er ist dein Nachfolger. Geh schon, Stanka. Tu, was du willst. Er scheint mir beschieden zu sein, allein zu bleiben. Graf Kirali ist eingetroffen. Willkommen, Graf Kirali. Eine Frage, Fürst. Glaubt ihr, dass dieser unbequeme Platz gut gewählt ist? Und ich frage euch, wie viele Krieger bringt ihr mit? Ganze 500 Mann. Fürst Sigismund, dem wir beide unterstehen, lässt euch sein Bedauern aussprechen, dass er nicht mit seiner Armee kommen konnte. Aber im Augenblick befindet er sich in Alba Iulia, wo er seine Hochzeit feiert mit Erzherzogin Maria Christina von Österreich. 500 Krieger, ist das etwa die versprochene Hilfe, Graf? Bedenkt, Fürst,
Meine Erfahrung in der Kriegsführung bedeutet mehr, als ihr glaubt. Ihr solltet sie nicht unterschätzen. Nun, Luca, ich bin der Wort und Versprechungen überdrüssig. Auch für den Stolzer. Zeig dem Grafen, wohin er seine Leute führen soll. Und alle anderen an ihre Plätze. Just Michael, ich bin Ritter Kompa. Köpft mich, wenn ihr wollt. Aber nicht ich habe die Schuld, sondern der da. Zum Teufel mit ihm. Wir Settler, auch wenn wir nur wenige sind, halten zu euch bis zum Tod. Ich spreche für uns alle. Von den Taten eurer Hoheit haben wir viel vernommen. Mein lieber Kompa, ich danke euch. Und wenn man bedenkt, dass sie den Schweden auch noch eine Zeit über Truppen zurücklassen müssen?